Eine zunächst gemeldete Explosion heute Mittag entpuppte sich als Garagenbrand in der Heidenstraße. Um 13.38 Uhr wurde die Lüdenscheider Feuerwehr alarmiert. In der Garage soll es eine Explosion gegeben haben. Bei Eintreffen stellte die Feuerwehr fest, dass aus der Garage der Doppelhaushälfte Flammen schlugen. Die konnten schnell gelöscht werden. Ein älterer Mann konnte aus der Garage gerettet werden. Beim Hantieren mit einem Lötgerät war der Brand offensichtlich entstanden. Der Mann hatte noch eigene Löschversuche unternommen, die jedoch misslangen. Dabei hatte er sich eine Rauchvergiftung zugezogen. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. Ja, im Verlauf eines gemeldeten Gebäudebrandes in Lüdenscheid in der Heidenstraße ist die Feuerwehr Lüdenscheid heute Mittag alarmiert worden. Bei Eintreffen hat sich herausgestellt, dass eine Garage im Innenraum im Vollbrand stand, Inventar und ähnliche Sachen brannten dort. Ein Anwohner hat noch versucht, Löschmaßnahmen durchzuführen, die dann letztendlich gesehen aber mit seinem Handwerkzeug nicht erledigt werden konnten. Die Feuerwehr selber hat dann das Feuer erfolgreich bekämpft. Der Anwohner ist jetzt mit einer Rauchgasvergiftung auf dem Weg ins Krankenhaus.